Hey meine Lieben, heute ist der 4. Mai. Ich habe gleich einen Arzttermin und ich dachte, ich drehe kurz mal ein kleines Schminki mit für euch. Habe ich bis jetzt ja nur einmal gemacht. Wie gesagt, ich habe jetzt gleich meinen Frauenarzttermin. Und lange ist ja nicht mehr hin. Ich bin jetzt 35,5. Also 35. Schwangerschaftswoche plus 5 Tage, wie auch immer die das da genau rechnen. Und habe ja am 3. Juni Geburtstermin nächsten Monat. Muss jetzt wieder zur Untersuchung, zum CTG. Und werde auch gleich sagen, ich möchte mit meiner Frauenärztin direkt reden, weil meistens bin ich nur zum CTG. Blut abnehmen. Toilette, Gewicht etc., was dazugehört. Und meine Frauenärztin sehe ich halt seltener, weil sie guckt nur einmal rauf, sagt dann, ob alles gut ist. Und wenn ja, kann ich wieder gehen. Ist bei mir schon lang genug, ist trotzdem meistens eine Dreiviertelstunde, bis ich dann durch bin, obwohl ich gleich rankomme. Aber heute möchte ich ein Gespräch mit ihr haben, weil ich zum Diabetestest musste. Und angeblich eine Schwangerschaftsdiabetes habe. Also ich sage mit Absicht angeblich, weil ich musste jetzt den Test beim Frauenarzt machen. Da war mein Blutzuckerwert nach der ersten Stunde leicht erhöht. Daraufhin hat sie mich dann zu einem Diabetologen, also so einem Diabetesarzt geschickt. Der hat mit mir auch einen Test gemacht. Da muss ich gleich zu sagen, der Test hatte wesentlich mehr Traubenzuckersaft als mein erster Test. Da war mein Wert dadurch auch minimal erhöht. Also ich war wirklich an der Grenze. Das waren irgendwie 0,1 oder so, wo das erhöht war. Und da meinte die gleich, ja, Schwangerschaftsdiabetes. Das war jetzt alles zwischen meinem letzten Frauenarzttermin und heute. Ich möchte mit meiner Frauenärztin auch abklären, weil zum einen, ich musste jetzt die letzten 2, 3 Wochen jeden Tag dreimal einen Zuckertest machen, also Blutzucker messen, und alle Werte waren immer in Ordnung, die waren wirklich nicht mal grenzwertig, außer vielleicht einmal, wo ich wirklich da gab es irgendwas extrem Süßes. Und da meinte die gleich so, ja, wenn das so weitergeht mit den Werten, müssen sie Insulin spritzen. Und ich so sagte, jo, ist klar. Dann, wenn es nach dieser Diabetestante geht, nicht mal die Ärztin direkt, sondern nur die Beraterin, hat mir das dann gesagt. Und dann meinte die, ich muss jeden Tag hinkommen. Wo ich gesagt habe, nö, mache ich nicht, kann ich nicht. Es ist ein Weg von 30 Minuten Fußweg, den ich jeden Tag hätte. Ich habe 2 Kinder. Ich sollte zu Uhrzeiten hinkommen, wo ich die Kinder aus der Kita holen muss und so ein Mist. Ich habe gesagt, nein. Und da sagt die Glasser zu mir, ja, dann müssen Sie in die Klinik. Dann weise ich Sie in die Klinik ein. So können Sie gerne machen. Überweisungsschein schicken Sie mir zu. Meine Adresse haben Sie ja. Und dann mal gucken, ne? Nee, Sie können jetzt nicht sagen, mal gucken. Ich so, naja, natürlich. Ich bin doch ein eigenständiger Mensch. Und ich lasse mich nicht einfach in die Klinik einweisen. Ohne Gründe. Ja, aber ich weise sie dann ein. Ich so, ja, probieren Sie Ihr Glück. Ja, aber Sie rufen wenigstens jeden Tag an. Ich so, das kriegen wir hin. Muss man einen Schluck trinken. Hab dann auch fleißig jeden Tag angerufen. Und dachte mir so, gut, sag's eh, Werte durch, sehen ja gut aus. Da passen ihr meine Werte trotzdem nicht, also. Jetzt verlangt die seit knapp einer Woche, ich möchte hinkommen. Habe ich gesagt, wenn ich schaffe, mache ich das, weil ich war zwischendurch, lag ich jetzt ein paar Tage flach. Im Moment fühle ich mich auch nicht ganz so fit und dementsprechend werde ich mir das nicht antun. Und ich habe auch mit meinem Mann abgesprochen, weil er ja auch sagte, ja, aber du musst ja sehen, das ist ja wichtig. Habe ich mit ihm abgesprochen, ich werde nicht vorher dorthin gehen, bevor ich bei meiner Frauenärztin war, weil ich möchte das jetzt erst mit ihr klären. Das kann ja nicht mehr sein. Dass die Tante da von Diabetes, also die Ärztin habe ich wirklich nur einmal gesehen, den Rest der Zeit habe ich mit dieser Beraterin gesprochen. Und es kann ja nicht mehr sein, dass die mich so
durcheinander bringt. Ich darf kaum noch was essen nach denen ihrer Liste. Wenn ich nur noch das essen würde, was auf der ihrer Liste steht, was sie mir durchgegeben hat, hätte ich nicht mal mehr Spaß am Essen. Kein Honig, keine Pilze, keine normalen Brötchen, nur Vollkorn, Vollkorn, Vollkorn. Und man sagt, okay, Stück Schokolade, oh weh. Da wird sie mir jetzt auch wieder den Kopf für abreißen am Telefon. Ich habe gestern Schokolade gegessen. Und siehe da, meine Werte waren in Ordnung. Und Stück Kuchen geht gar nicht. Ich soll aber alles mit Quark essen. Wenn ich mal ein Stück Kuchen esse, weil das ja eine ganz große Ausnahme ist, nur mit Schlagsahne. Obst, 2 kleine Portionen am Tag maximal, was in meine Handfläche so reinpasst. Also ist nicht mal eine Banane, eine halbe Banane. Gemüse darf ich essen und Fleisch und Wurst auch, wie ich will. Keine Margarine, ich muss Butter nehmen. Und so weiter. Und das ist einfach, die ganze Zeit nur aufs Essen zu achten, ich finde das anstrengend. Ich finde das tierisch anstrengend. Ich habe es einen Tag durchgezogen. Ich hatte so eine schlechte Laune hier. Und das geht nicht. So, gut, jetzt habe ich genug über die Beraterin geschimpft. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich nebenbei gemacht habe. Ich hatte mir etwas Make-up aufgelegt. Ich nutze ja momentan das, wenn ich Make-up benutze, von L'Oreal, das Perfect Match. In der Farbe 2R, 2C Vanille Rose. Dann habe ich etwas Concealer genommen. Der ist auch so gut wie leer. Da habe ich jetzt für mich den von P2 entdeckt, den Mattifying Perfection Concealer. In der Farbe 15 Perfect Nude. Also der passt sehr gut zu meinem Hautton. Ich habe ja zwar trotzdem Augenringe und nicht komplett abgedeckt. Ihr seht die Sommersprossen. Es ist mir auch wichtig, dass ich nicht aussehe, als wenn ich eine Maske drauf hätte. Sind noch zu sehen. Er ist nicht komplett deckend, aber mir ist es wichtig, dass ich nicht aussehe, als wenn ich Masken tragen würde. Und dementsprechend ist das für mich in Ordnung. So, jetzt nehme ich gerade meinen Puder. Da benutze ich ja von Catrice das All Matte Puder in der Farbe 15 Natural Beige aktuell. Eigentlich hatte ich eine Farbe heller immer, aber das letzte Mal sollte mir mein Mann ein Puder mitbringen, weil er auf dem Ende war und meins alle war und er hat sich vergriffen und hat mir das mitgebracht. Dann dachte ich, uff, das ist aber etwas zu dunkel. Hab's dann ausprobiert, aber es geht noch. Also es ist jetzt nicht so extrem zu dunkel. Und ich habe mich jetzt an dieser Farbe auch gewöhnt. Direkt für den Winter bräuchte ich die Farbe heller auf jeden Fall wieder. Aber jetzt so schön Frühling, Sommer, wird das wohl gut klappen. Wenn mein Vogel nicht den Schnabel hält, schmeiße ich ihn raus. So, also ihr seht, ich mache wirklich nicht viel, nur ein bisschen. Weil ich gehe nur zum Arzt. Ja. So. Jetzt wollte ich gerade meinen Concealer-Pinsel nehmen. Ich habe sie auch mit Finger gemacht eben. Jetzt nehme ich von Essence die Isle of Stage Eyeshadow Base, die dunkle, in der Farbe 0D.AE. Könnt ihr das sehen? Die helle habe ich mir schon gekauft, die möchte ich als nächstes ausprobieren. Aber es ist wirklich eine sehr schöne Eyeshadow Base. Mache ich mir ein paar Punkte auf Augen. Also ich habe hier unten einen Spiegel stehen, deswegen nicht wundern, ich gucke immer wieder im Spiegel rein. Und dann mal gucken. Ich bin gespannt, wann ich euch das Video hochlade, deswegen habe ich extra am Anfang das Datum gesagt, damit ihr wisst, wann ich das gedreht habe. Weil ich habe noch 1, 2, lass mich überlegen, einmal ein Tag habe ich noch, einmal meine Blush-Sammlung habe ich euch abgedreht. Ein Tag, genau. Und
Produkttest habe ich schon abgedreht. Zwei stehen noch hier, wo ich jetzt mal wieder sagte, ich hatte. Oh, ich habe euch gerade weggeschoben mit dem Fuß, Entschuldigung. Ich hoffe, es ist jetzt nicht ganz so doll verwackelt dadurch. Also, wie gesagt, Tag, Blush-Sammlung, ein Produkttest sind abgedreht. Zwei warten noch drauf, gedreht zu werden. Da bin ich aber gerade beim Testen. Die habe ich jetzt gerade bekommen. Von dem einen wusste ich, von dem anderen nicht. Ich habe mich trotzdem riesig gefreut. Das sind jetzt die nächsten Punkte. Daher, und das drehe ich jetzt einfach zwischendurch für euch fertig. Wundere mich auch gerade, warum mein Speicher schon wieder sagt, ich habe nicht so viel Zeit, obwohl ich ihn gerade leer gemacht hatte. Ich habe bestimmt wieder irgendwas vergessen runterzuschmeißen. So, jetzt nehme ich einmal den Blush von Essence, den Silky Touch Blush. Ihr seht, der ist schon ordentlich benutzt. In der Farbe 50 Sweetheart. Und diesen Pinsel dazu. Das habe ich gar nicht gezeigt, von Evelyn. Ich glaube, das ist ein Make-up-Pinsel, aber ich komme mit dem in Sachen Blush sehr gut klar. Und benutze den auch zu gerne dafür. Ich habe das Gefühl, mein Make-up ist heute ziemlich dunkel geworden. Und gebe mir ganz hart ein bisschen Blush nur rauf, damit es ein bisschen frischer aussieht. Schnabel. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu laut in euren Ohren. Da drüben wird irgendwie ein betreutes Wohnen oder sowas gebaut. Und der reagiert auf das Pfeifen von diesem Kran. Das geht morgens um 7 schon los. Und dann reagiert er drauf und pfeift immer mit. Also ganz schlimm. Da kann man verrückt werden bei, glaubt mir. So. Total verpeilt. Jetzt mache ich mir schnell die Augenbrauen mit den Augenbrauenstift von Essence. Den hatte ich ja mir schon einmal nachkaufen müssen, weil ich mit dem sehr gut klarkam. Komm, die Farbbezeichnung nicht mehr da. Doch, da. In der Farbe 04 Blond. Und also ich habe so meine Routine da drin, bloß ich mache das meistens. Jetzt hier. Ich mache das meistens dann, ob ich Pinsel oder Finger nehme, ist immer, ich kann das nicht in der Kamera machen, ich muss das hier im Spiegel machen, also nicht wundern. Ob ich Pinsel oder Finger nehme oder Schwämmchen, das ist immer so eine Spontanentscheidung mittlerweile bei mir. Aber ich muss auch wirklich zugeben, in letzter Zeit, ich habe kaum Make-up benutzt. Also wenn, dann meistens nur ein bisschen Concealer. Ein bisschen Concealer und Puder, und dann war es das schon. Dadurch habe ich jetzt gar nicht so, auch gar nicht die große Lust, Make-up zu benutzen. Das ist heute wirklich nur eine Ausnahme. Und dementsprechend habe ich das jetzt nur gemacht, weil ich euch das mitdrehen wollte. Ja. Was gibt es sonst Neues zu berichten? Ich bin mittlerweile im Mutterschutz seit letzter Woche, vorletzter Woche. Ich bin gar nicht mehr sicher. Seit dem 22. April, ich glaube vorletzte Woche war das, bin ich mittlerweile im Mutterschutz. Dachte ja, ich komme etwas zur Ruhe zum Ende der Schwangerschaft, aber durch den Diabeteskram und dem jeden Tag anrufen, kann man sich ja nicht mal mehr hinlegen. Weil ich soll da anrufen? Ich soll früh anrufen, ab um 9, wenn die Beraterin da ist. Ich rufe um 9 an, die Beraterin ist in einem Gespräch. Okay, rufen wir um 9:30 wieder an. Oh, ich weiß gar nicht, wo die Beraterin ist, das geht jedes Mal so. Dann irgendwann nimmt die Schwester die Daten auf, schreibt das auf und die Beraterin ruft sie zurück. Okay, alles gut. Dann ist es nachher um 11, 11:30. Ich messe wieder. Eine Stunde später muss ich nochmal pieken, sprich, das ist schon 10:30. Die Beraterin hat noch nicht zurückgerufen. Bis kurz vor 2 hätte ich ja noch Zeit, nochmal 5 Minuten die Augen zuzumachen. Geht dadurch ja nicht, weil diese Beraterin noch nicht zurückgerufen hat. Und 2:45. Zwischen 2:30, 3:45, je nachdem, irgendwann klingelt das Telefon.
Ich habe ihr auch schon mehrmals am Telefon gesagt, dass sie zu diesen Uhrzeiten nicht mehr anrufen braucht. Dass sie bitte früher anrufen möchte oder später, weil um 2 hole ich meine Kinder aus der Kita. Ja, merke ich mir. Naja. Dann die Oberhärte mit der Frau war, glaube ich, am Freitag. Irgendwie ein bisschen geschlust heute. Also die Oberhärte, ich habe geschlust. Ich habe hier einen leichten Rand gerade gehabt. Das kommt, wenn ich in eine Kamera gucke und nicht mal im Spiegel. So, die Oberhärte mit der Frau war am Freitag. Am Donnerstag rede ich mit ihr, gebe ihr die Werte durch und sie sagt, ja, dann morgen wieder anrufen. Ich so, okay, mache ich. Alles klar. Ruf dann da am Freitag an. Hab dann auch die Schwester dran, ne? Die Sprechstundenhilfe. Ich nehme jetzt den hier, den kennt ihr schon aus meiner Aufbrauch-Challenge. Ellen Beatrix in der Farbe 16 Frosty Rose. Kann man ja kaum noch lesen. Aber. Okay, wo war ich jetzt? Ruf Freitag da an. Ja, unsere Beraterin ist doch freitags nicht im Haus. Die hat freitags frei. Ich mir dachte so, okay, sehr schön. Wozu mache ich dann mit ihren Termin aus, dass ich Freitag anrufen soll? Ja, melden Sie sich dann bitte Montag wieder. Ich habe mich Montag wieder gemeldet. Und da war die total zappig mit mir und maulig am Telefon. Warum ich mich erst am Montag melde und nicht am Freitag die Daten durchgegeben habe. Da ich mich mit ihr dann vorgestern schon wieder am Telefon etwas angezickt. Also, sie meint ja, das sind die Schwangerschaftshormone. Gut, dass die Frau mich nicht kennt. Weil wenn es mir reicht, dann reicht es mir. Dann sind das nicht die Hormone. Wenn ich der Meinung bin, sie soll mir nicht sagen, ich soll Freitag anrufen, wenn sie Freitag nicht da ist. Also, und das waren definitiv nicht die Hormone. Es war einfach nur schlechte Laune rauslassen, weil das ganze Thema nervt mich nur noch. Ja, und da meinte sie am Montag zu mir, ja, Sie müssen jetzt langsam mal in die Praxis kommen, wir brauchen einen Termin. Ich so, ja, wenn ich es hinbekomme. Ja, ich habe am Donnerstagnachmittag um 2 frei. Da können Sie kommen. Ich so, das können Sie auch gleich wieder vergessen. Wie gesagt, um 2 hole ich die Kinder aus der Kita. Erstens. Zweitens, Donnerstag ist ein Feiertag, da kann ich nicht kommen. Ach ja, stimmt, ich meinte auch am Freitag. Ich so, und drittens, wo Sie gerade Freitag sagen, ich habe den Kindern versprochen, sie haben ein langes Wochenende. Und ich habe sie in der Kita abgemeldet für Freitag. Ich so, das können Sie vergessen. Ich so, wollen Sie jetzt zu mir sagen, nur weil ich schwanger bin, habe ich jetzt jede Menge Zeit? Ja, Sie sind doch im Mutterschutz. Ja, bin ich. Aber ich habe 2 Kinder. Die wollen auch beschäftigt werden. Oder soll ich die damit hinschleppen? Das ist für die Kinder auch nicht interessant. Man sitzt ja da trotz Termin noch 1,5 Stunden manchmal. So, ich muss einmal ganz kurz pausieren. Ich habe nämlich was vergessen, mir hinzustellen. Ich bin gleich wieder da für euch. So, da bin ich wieder. Ich habe meinen Eyeliner vergessen, habe ich eben festgestellt. Ich hatte ihn nämlich im Schlafzimmer, weil ich bin beim Aussortieren immer noch. Bin jetzt auch fast durch. Ich habe wirklich einen Karton mit Sachen, die ich aussortiert habe. Mal gucken, was ich damit mache. Ich weiß es noch nicht. Ich überlege immer noch ein bisschen hin und her, ob ich es jetzt, na, vielleicht Wochensprünge verkaufe, verschenke, je nachdem, weil vieles ist auch gänzlich unbenutzt oder vieles. Manches ist unbenutzt, manches ist ein-, zweimal benutzt. Es ist wenig, was sehr viel benutzt ist. Ich mache mir jetzt einen Eyeliner. Dazu haue ich wahrscheinlich einmal aus der Kamera ab. Weil ich das hier in meinem Spiegel machen muss. Na, mein Stift malt nicht. Also was mich ja mal interessieren würde, ich habe jetzt ja die ganze Zeit euch vollgemeckert über diese Beraterin. Das Thema Schwangerschaftsdiabetes und alle Muttis hier. Habt ihr damals den Zuckertest gemacht? War der da überhaupt schon mit im Programm? Ich weiß, von meiner Großen habe ich ihn damals gemacht.
Freiwillig habe ich ihn auch selber bezahlt, da war auch alles okay. Da war bloß auch mal kurz minimal der Wert zu hoch, aber nachher beim weiteren Testen nicht mehr. Und bei meiner Kleinen hatte ich ihn nicht gemacht, weil er da noch, da war er auch freiwillig, aber bezahlbar, aber da habe ich gesagt, nee, wozu? Ich möchte das nicht. Weil ja auch die anderen Werte, meine Blutwerte, überall wird Zucker mitgemessen und die waren immer in Ordnung. Bei der Großen hatte ich ihn damals gemacht. Meine Große war von Anfang an eine Risikoschwangerschaft. Mit extremen Komplikationen. Und der Aussage von meiner Frauenärztin, dass sie mir nicht garantieren kann, dass ich das Kind behalten kann. Und auch der Aussage, meine Große hat nur eine kleine Prozentzahl Chance, dass sie im Mutterleib unter überlebt. Und dementsprechend habe ich damals alle Tests mitgemacht, weil ich Angst hatte und wollte einfach nur Gewissheit haben. Galt damals auch als Risikopatientin, lag mit ihr in der 20. Woche schon im Krankenhaus. Aufgrund von extremen Wehen und nicht nur ein paar Übungswehen, sondern richtig extremen Wehen. Und diesmal habe ich ihn eigentlich gemacht, weil er jetzt mittlerweile eine Kassenleistung ist. Und ich dachte mir, okay, dir geht's immer gut. Wirst wohl keinen Zucker haben. Ja, und jetzt kommt der Mist dabei raus. Deswegen würde mich wirklich mal interessieren, habt ihr das auch mitgemacht? Würdet ihr den mitmachen? Und genau, schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und dann habe ich ihn noch gemacht, weil mit dem Lütten gelte ich auch schon wieder als Risiko. Patient auch mal wieder dank den Wehen. Also zu 90% dank Wehen, die ich auch schon relativ zeitig hatte. Zwar nicht so extrem wie bei der Lütten, bei ihm waren die immer nur minimal auf dem Wehenschreiber zu sehen. Bei meiner Lütten waren die ja damals extrem zu sehen. Also ich gucke gerade an euch vorbei und gucke den Vogel an, damit er die Schnauze hält. Weil er sitzt nämlich im Käfig, guckt an der Gitterstäbe ran und guckt mich an und zieht mich gerade voll. Macht er öfter mal mit mir, wenn ich irgendwas mache. So, ich benutze jetzt Mascara. Da habe ich die beiden in der Hand. Ich zeige euch die gleich nochmal genauer. Ich brauche bloß wieder meinen Spiegel. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Weil mir wurde ja ganz nett verraten, dass man mich manchmal sehr leise hört, dass ich auf einmal leise werde. Und ich vermute wirklich, dass es daran liegt, wenn ich mich wegdrehe von der Kamera. Also dass es daran liegt, ich drehe mich von euch weg. Und zack, bin ich nicht mehr zu hören. Das ist jetzt eine Schicht von dem auf dem Auge. Ihr seht, ich habe blonde Wimpern und blonde Augenbrauen. Ich bin da manchmal schon extrem genervt zu, weil ich muss immer so viel drauf machen, damit man überhaupt was sieht. Klar, es gibt jetzt die Alternative, ich könnte sie färben. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte weder meine Wimpern noch meine Augenbrauen färben. Habt ihr das mal gemacht? Wimpern färben oder Augenbrauen färben? Weil neugierig bin ich ja trotzdem, wie das ist. Ich habe schon mal gehört, das soll gar nicht schlimm sein. Aber nicht lange halten. Irgendwie 6 Wochen halten, dann ist die Farbe wohl ganz ab. Und am Anfang extrem doll aussehen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde die ein bisschen bräunlicher machen, soll das wohl am Anfang richtig dunkelbraun sein und dann erst nach und nach heller werden. Entschuldigung. Da wäre ich jetzt wirklich mal neugierig. Habt ihr das mal ausprobiert? So, ich habe jetzt gerade von Manhattan die Supreme Lash benutzt. Das ist jetzt meine letzte. Ich hatte euch die schon irgendwann mal im Aufgebrauch gezeigt. Das war mein Backup dazu. Jetzt von Catrice kommt die
Multimizer Volume Mascara, auch in Schwarz. Eine davon hatte ich ja schon mal Füchsi mitgegeben, habe dann festgestellt, ich habe noch eine stehen. Benutze sie jetzt auch, aber mehr sehr ungerne. Sie macht schöne schwarze Wimpern, definitiv. Ich zeige euch auch gleich nochmal die Bürstchen. Aber ich benutze sie doch irgendwie ungerne. Weil ich finde, die braucht lange zum Trocknen, diese hier. Die andere ging bei mir gar nicht mit, der kam ich gar nicht klar mit der ersten, die ich davon hatte. Und die braucht lange hier zum Trocknen, weil man nicht aufpasst, hat man sofort verklebte Wimpern, das ist auch blöd. Also ihr seht, zweite Schicht, brauchen tue ich drei in dieser Kombination. So, ich wollte euch einmal das Bürstchen zeigen. So ein ganz dickes, rundes Bürstchen. Die benutze ich auch wirklich nur als zweite Schicht, um die Wimpern wirklich schwarz zu bekommen. Und jetzt gehe ich noch einmal mit der Manhattan drüber, weil die ein feineres Bürstchen hat. Beides Gummibürstchen, eigentlich gar nicht mein Fall. Diese extremen Gummibürstchen. Aber die von Manhattan trennt die Wimpern sehr schön. So. Ich überlege, ob ich euch mal einen Vlog mitdrehe. Weil ich gucke so gerne eure Vlogs mir an. Wenn ihr dann da unterwegs seid und nebenbei mal erzählt. Ich überlege, ob ich das einfach mal mitdrehe und dann mal gucke, wie es geworden ist. Und vielleicht einmal hochlade. Falls ich doch noch zu der Tante dahin gehe. Aber dann meckere ich euch wieder nur die Ohren voll. Und auch mal so, ob ich das heute mache, weiß ich noch nicht. Bin da immer sehr unschlüssig, aber mal schauen. Muss ich mich einmal ganz kurz im Spiegel anschauen. Gedacht habe, ja. Also ich bin fertig, so gehe ich jetzt zu meinem Frauenarzt. Ihr seht ganz, ganz wenig, die Augen nur ein bisschen aufgehellt. Ein Lidstrich gezogen. Augenringe. Und ein bisschen Augenbrauen nachgezogen, weil, wie gesagt, ich bin Blondine, ich original auch blonde Haare. Und dann natürlich blonde Augenbrauen und Wimpern. Ist schon manchmal blöd. Ich beneide wirklich alle. Ich beneide alle, die schöne Augenbrauen haben, die man sehen kann, die Wimpern haben, die man sehen kann ohne Mascara. Und da beneide ich wirklich jeden drum. Da bin ich auch froh, dass meine Mädels wenigstens da ein bisschen vom Papa die Gene haben. Meine Kleine ja ganz doll. Die hat braune Haare, wie der Papa, und braune Augen. Meine Große kommt eher nach mir. Die hat ungefähr die Haarfarbe hier. Also so hier unten, dieses ganz helle. Hier ganz, warte, ich mache euch mal die auf. Ich bin ja fertig. Meine Große, nicht meine Lütte, hat dieses hellblonde, wie ich hier habe. Und da kommt sie nach mir in dem Thema. Meine Haare sind ja auch nicht viel dunkler, wie ihr sehen könnt. Und aber sie hat das Glück, sie hat auch braune Augen. Also eine kleine Blondine mit braunen Augen. Ich bin die einzige mit blauen Augen hier zu Hause. Und sie hat aber braune Augen, braune und braune Wimpern. Und was für lange Wimpern die beiden Mädels haben. Also das haben sie vom Papa. Und da bin ich auch auf eine Art ganz froh drüber, weil dann haben sie später diesen Ärger nicht. Aber das kann echt schon nerven. Also. Ja, so, ich bin fertig geschminkt. Ich habe euch, glaube ich, jetzt 20 Minuten lang die Ohren voll gekaut. Ich glaube, das nächste Video drehe ich auch hier, fange ich auch hier an zu drehen. Weil, wie gesagt, ich habe ja noch einen Produkttest, zwei. Und als nächstes möchte ich den abdrehen, von dem ich nichts wusste. Weil das war eine Haarfarbe von L'Oreal. Ich wollte ja eigentlich wieder dunkler gehen oder in einer anderen Farbe reinwechseln, dachte mir aber, ach, einmal heller wäre auch schön. Habe aber von Garnier nichts Helleres mehr gefunden als das, was ich drin habe.
von der Sorte, die ich benutze. Und habe jetzt durch L'Oreal einen Produkttest bekommen. Den möchte ich euch auch abdrehen. Also ich drehe euch im Vorfeld einmal das Produkt ab und im Nachhinein das Ergebnis, damit man einen Unterschied auch sehen kann. Vielleicht, ich hoffe. Und genau. Das ist jetzt, glaube ich, das nächste, was ich im Angriff nehme. Das mache ich vielleicht heute Nachmittag, wenn der Papa mit den Zwergen draußen ist, weil die Mama kann momentan nicht. So gern sie möchte. Ist ja nicht mehr lange, also es ist ja bald alles durch. Nein, aber ich bin aktuell in dieser Phase, wo längeres Laufen Senkvenen verursacht. Und ich muss wirklich sagen, das erste Mal, dass ich sie schmerzhaft kennengelernt habe. Ich kannte es vorher nicht. Ich habe vorher die Senkvenen nie empfunden, nicht mal gemerkt, kein Ziehen, nichts. Und diesmal wirklich so schmerzhaft, dass es mich schon 2 Tage auf die Couch geschmissen hat, wo ich gar nichts mehr konnte. Deswegen. So, meine Lieben, bevor wir uns jetzt hier festschwatzen, weil ich muss mich noch umziehen. Wenigstens die Hose, ich glaube, das Oberteil lasse ich an. Oder nicht? Das entscheide ich gleich spontan, ob ich mich komplett umziehe, weil es eines der wenigen Oberteile ist, die noch passen. Aber ich muss mir eine andere Hose anziehen, weil ich kann schlecht in Jogger da auftauchen. Und ich würde dann sagen, dann beenden wir das Video hier. Ich hoffe, mein Getotter hat euch nicht ganz so genervt. Würde mich über Kommentare freuen, auch wenn ihr jetzt sagt, oh, totter nicht so viel oder mecker nicht oder was auch immer. Ich sage mal konstruktiv. Ich sage es wohl nicht. Okay, konstruktive Kritik kann ich immer mitleben. Ist gar kein Problem. Aber dumme Kommentare finde ich jetzt wirklich auch dumm. Und dementsprechend freue ich mich trotzdem, also wenn ihr jetzt sagt, Thema Schwangerschaftsdiabetes, Thema Schwangerschaft an sich interessiert uns gerade nicht so. Gib Bescheid, wenn Leute da ist oder so. Okay, kann ich, mache ich dann auch. Dann ist das Thema für mich durch. Dann ist Ruhe. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, erzähl mal weiter, wie geht's, wie ist das Weitergang oder sowas, kann ich auch gerne nochmal ein Video drehen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich hoffe, mein kleines Mini-Privat-Schminki, ohne dass ich alles perfekt mache und mit Wellensittich, hat euch gefallen. Halt deinen Schnabel. Und würde sagen, dann sehen wir uns wieder im nächsten Augenblick mal ganz kurz. Ich beschieße. So. Ich habe mir jetzt einmal ganz kurz angemeckert. Ich wollte euch bloß jetzt nicht mit anmeckern. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich schlag ihn gleich. Jetzt macht er mit Absicht gerade, aber komplett. Wenn ich garstig werde und rummecker, dann kann er noch weitermachen. Dann kann er richtig laut werden. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Also wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Mal schauen, welches ich jetzt als erstes hochlade und welches ich euch als nächstes zeige. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss!